Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Display und Booster Opening. Und zwar öffnen wir diesmal die Pokémon Sonne und Mond Stunde der Wächter Boosterbox. Ja, das hier ist der erste Part von einer Boosterbox-Serie mal wieder mit vier, was in vier Parts geteilt ist. Leider kam die Box ein bisschen später an, dabei ist nicht die Schuld bei Gate to the Games, wo ihr überhaupt auch an diese schönen Karten kommen könnt. Also Link ist dabei in der Beschreibung, schaut da mal vorbei, ist auf jeden Fall mega cool und die Karte möchte sich gerne da auch mal zu Flamara hinbegeben. Und ja, wie gesagt, wird wieder ein Vierer-Part sein und ja, im Pokémon Sonne und Mond, Stunde der Wächter gibt es wieder über 140 neue Karten. Und darunter 12 GX-Karten, wie zum Beispiel Lycarok, Nachtform, Alola, Vulnona, Kapuriki und Grandiras. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall ziemlich geil ziehen werden. Also das hoffe ich echt. Und ja, die Hüter der Insel erwarten dich. Reif für die Insel. Auf nach Alola. Von den Berggipfeln bis zum Meeresstrand sind dem Pokémon-Spaß dort keine Grenzen gesetzt. Entdecke die Tradition der Eilanden und stell dich neuen Herausforderungen. Mach die Bekanntschaft der Inselwächter Kapuriki GX und Kapufala GX und verbessere dein spielerisches Können mit Inselkönig Kala und Captain Maho. Und damit nicht genug. Die verborgenen Kräfte von Grandiras GX, Wolverock GX, Metagross GX, Filinara GX, Agrostella GX, Donarion GX und vielen anderen werden dich umhauen. Komm auf die Insel der Abenteuer und mach dir die Power der Pokémon-Sammelkartenspielerweiterung Sonne und Mond Stunde der Wächter zu eigen. Das ist auf jeden Fall mega nice. Eigentlich ist Stunde der Wächter letzte Woche, genau vor einer Woche, hätte es eigentlich hier in Deutschland erscheinen sollen, aber irgendwie hatte Nintendo ein paar Probleme damit. Also nicht Nintendo selbst, sondern die Pokémon Company, die ja für die Sammelkarten zuständig ist. Und ja, des Weiteren kam es noch ein bisschen später. Eigentlich hätte der erste Part schon gestern da sein sollen, aber der Lieferdienst, der es zu mir geschickt hat, hat sich gedacht, nee, ich klingel bei Ihnen nicht. Zumindest kam das so rüber, denn er hat nicht bei uns geklingelt, ist aber der Meinung, er hat bei uns geklingelt und ach, das ist eine andere Sache. Und zwar haben wir wieder 9 Booster pro Part. Und ja, hier sehen wir schon Wolverock Nachtform. Ich will euch erstmal die zeigen. 9 Booster, da kann ich auf jeden Fall mal alle so raussuchen. Kommandutan. Grandiras, Alola. Ninetales, eigentlich waren es schon, das sind nämlich die 4. Nehmen wir hier nochmal eins. Ich nehme jetzt da einfach Wirrwarr wieder raus. Also eigentlich wie immer, und jetzt habe ich 3 Kapurikis, egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und noch hier einmal und hier das erste einfach. Gut. Am besten, wir packen das hier mehr zur Seite, werden ein bisschen Flamara überdecken. Hier ist nochmal Gate to the Games. Aha. So, okay, wie gesagt, wir haben hier einmal Alola, Vulnona, Grandiras, Kapuriki und Wolverock Nacht. Und ja, ich denke mal, wir starten mit Wolverock Nacht und nehmen jetzt Alola, Vulnona als letztes. Und ich bin so gehypt auf das Set. Das Set hat mega geile neue Karten. Und ja, wir wollen natürlich aus dem Set so einiges haben. Und ich hoffe, dass wir da auch echt gut ziehen. Hoffentlich. Bin guter Dinge. So, der erste Mill. Und da haben wir schon die erste Codekarte. 1, 2, 3, 4. Denn hier sind wieder 11 Karten drin, auch wenn da wieder 10 zusätzliche Karten sind. Aber es ist immer wieder eine Energie. Und hier haben wir die erste Energie, und zwar die Wasserenergie. Hat sich nicht verändert aus dem ersten Set, also bleibt das so. Hier haben wir eine erste neue Karte. Gastella, Dartignis, Subiris, Pipi, Lichtel, ich habe Angst vor Lichtel. Das Lichtel sieht hier ziemlich komisch aus. Skogler, also ziemlich angsteinflößend. Gelatwini, Pampuli, Wiss, Kagon als Reverse und als erste Karte eine Mimikma als Holo. Und ja, das ist genau das gleiche Mimikma, was man bekommen kann als Promokarte in dieser Mimikma-Box. Darum frage ich mich, warum man sich so eine Mimikma-Box holt. Ich meine, ganz ehrlich, die Mimikma-Box an sich wäre ja ganz cool.
Aber die Booster, die da drin sind, es sind zwei oder ein Booster. Und in Deutschland ist es sogar so, es sind ältere Booster. Nicht mal Sonne und Mond. Ich glaube, nur ein Sonne- und Mond-Booster. Und ja, wie gesagt, ich fand das damals cool bei bei den Generations Booster, weil du so die Generations Booster ja nur bekommen hast. Aber jetzt finde ich es mega dumm an sich. Okay, egal, wir machen weiter mit einer Blitzenergie. Hier haben wir Haller, Mogelbaum, Maho, Datiri, Alola Vulpix, Mollymorba, Shanaira, Lilmanip, Reverse Marmolida und eine Grandiras Full Art! Ja! Eine Grandiras Full Art! Leute, wie geil ist das denn? Erstmal mir irgendeine Folie schnappen. Wir haben leider keine guten Folien mehr, darum packe ich das jetzt einfach in so welchen Folien, die ich noch gefunden habe. Und zwar Grandiras GX. Schaut es euch an, sieht das nicht geil aus? Hat 240 KP, ist vom Typ Drache, hat einmal die Attacke Steinharter Druck 30. Während des nächsten Zuges deines Gegners werden diese Pokémon durch Attacken 30 Schadenspunkte weniger zugefügt. Warte, während des nächsten Zuges werden diesen Pokémon. Ach, während diesen Pokémon, das heißt, er bekommt 30 Schaden weniger beim nächsten Mal. Dann hat es die Attacke Zerfetzer, 130. Der Schaden dieser Attacke wird durch Effekte auf dem aktiven Pokémon deines Gegners nicht verändert. Und Ultra Heap GX 240 und ja, es macht 240 Schaden, hat sozusagen kein Risiko. Ich finde die Karte richtig cool. Natürlich könnte man ein bisschen besser ziehen. Ich glaube, Grandiras ist eine der Karten, die sehr oft hier auftauchen. Braucht Elektro- und Kampfenergien, aber mit Doppel-Drachenenergien geht das natürlich auch recht schnell. Lass mal die Karten hier schon wegpacken. Ich hoffe, man kann auch einigermaßen gut sehen. Naja, machen wir weiter mit dem nächsten Pack. Denn wir wollen ja nicht Zeit verschwenden. Ja, der erste Part wird mal bestimmt wieder ein bisschen länger dauern. Ich meine, wir haben ja auch viel zu bequatschen aus dem Set zumindest am Anfang eben gerade noch gehabt. Hier haben wir eine Feuerenergie. Viscagott. Energielotterie. Subiris. Gelatwini. Pampuli. Molunk. Berlusi, Fleckmon, Reverse Iguana und eine Skelabra als Holo. Skelabra hat echt in letzter Zeit ziemlich viele Holos. Vielleicht wird es eine Skelabra GX-Karte noch irgendwann geben. Ich meine, es gab ja auch eine Skelabra EX-Karte damit. Naja, gut, kommen wir jetzt zu einem Alola Volnona-Pack. Irgendwie ist es. Ja, zerstören. Pure Zerstörungswut bei Cap. Oha. Ja, mach's kaputt. Oh nein, das Sammelpack. Es ist so kaputt. Es sind übrigens auch die ersten Karten, die ich aus dem Set sehe. Also, ich habe mir zwar online schon Karten angeguckt oder so, aber ich habe weder im TCGO, noch habe ich hier in Real Life mir schon ein paar Booster gekauft, um zu wissen, was da so alles drin ist. Also, das hier sind die ersten Booster, die ich besitze. Und da ist Grandiras erstmal schön flöten gegangen im Hintergrund. Nice. Auf jeden Fall haben wir hier eine Wasserenergie, ein Top-Trank, Pixie, Latanecko vom Typ Feuer diesmal, so wie es gelacht war, Gelatini, Pampuli, Mullunk, Berlusi, Fleckmon, oh, Reverse Metang und eine Holotech. Eine Holotech das. Oha, ich habe Angst. Das sind jetzt schon drei Holos und ich habe Angst, dass wir hier irgendwie nur ein Holo-Display haben und nur eine GX. Das wäre so ziemlich hart. Aber wir haben ja noch drei Parts vor uns und es wäre ja auch doof, wenn man im ersten Part sich gleich alle GXs und was weiß ich, was man alles hier noch bekommen kann, schnappen würde. 1, 2, 3, 4. Gut, und wir machen weiter. Diesmal haben wir eine Kampfenergie drinne. Oh, Rettungstrager, eine der guten Karten diesmal aus dem Set, die man wahrscheinlich öfter mal sehen wird. Mediras, Energielotterie, Kanivahana, Nagelotz, Mollymorba, Formeo, opala, zwei Karten gleich, Tentara, Reverse Reißlaus und, Kuriogel in seiner Hula-Form.
Ich wusste gar nicht, dass es einmal die Hula-Form und einmal die, na doch, die Geistform. Es gibt ja gar keinen Geist und darum sind beide Psycho. Alles klar, gut. Weil die Geisterform, ich weiß gerade nicht, auf was die angelehnt ist, die hat auch den Typen Psycho und darum habe ich mich da gerade gewundert. Weil es sind ja vier verschiedene Orikorios, aber ich vergaß, dass es im TCG kein Geisttypen gibt. 1, 2, 3, 4. Und da haben wir eine Unlichtenergie. Eine Blitzenergie. Maschok. Firnontor. Irgendwie kommt mir das Artwork bekannt vor. Kuckmada. Miniras. So, jetzt können wir auch Grandiras gleich spielen, weil wir hatten im Pack eben gerade auch noch die Mittelentwicklung, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Schwalbini, Kanivahana, Schmerbe, Paragoni, Reverse Choriogel und Amphira als normale Rare. Perfekt! Also ich bin gerade schon wirklich, ich bin ziemlich gehypt auf dieses Set und ich hoffe einfach mal, ihr auch und das würdet ihr mir zeigen, indem ihr ein Like da lassen würdet. Es würde auf jeden Fall sehr viel ausmachen, denn es hilft mir ungemein. Und ja, gut, haben wir hier erstmal eine Feuerenergie. Ein Fern und Tor, ein Kukmada, ein Ultrigaria und eine Schmerbe. Alola Kleinstein, ach stimmt. Alola Kleinstein ist hier auch drin mit der Weiterentwicklung und es ist vom Typ Elektro. Hat einmal die Attacke, wozu es nichts braucht, Steinpolitur. Während deines nächsten Zuges hat dieses Pokémon keine Rückzugskosten, das ist eigentlich recht cool. Ja, Datiri, Lilmanip, Taniel, Mulunk als Reverse und, oh, das Feuer-Choriogel. Also ich denke, am Ende des Displays werden wir hoffentlich alle Choriogel-Formen haben. Warum hoffentlich? Weil ich gerne dieses Geist-Choriogel hätte. Denn das würde mir bei einem Deck auf jeden Fall ziemlich helfen. 1, 2, 3, 4. So, da haben wir wieder eine Elektroenergie, die es hier zuhauf gibt. Gastella nochmal. Oh, Fettgebläse, wieder eine der guten Karten, die man gut gebrauchen kann für neuere Decks. Hypnomorba, Lusardin, Nasknet, Reißlaus, Viscora, was ziemlich nice aussieht mit seinem Woolly World Style. Weimar, Reverse Lusardin und, oh, Lunala aus dem Dex, denn auch dieses Set wird zwei Decks haben mit Solgaleo und Lunala. Und ja, da haben wir dieses Lunala, was es aus dem Set geben wird, also aus dem Deck. Und somit kommen wir auch schon für den heutigen Part zum letzten Booster Pack und zwar zu Alola, Vulnona. Und ja, vielleicht würde ich es auch mal schaffen, ein Pack so zu öffnen, dass ich es nicht kaputt mache, so damit ich es behalten kann. Aber dem sieht nicht so aus. Schade, schade, schade. Gut. 1, 2, 3, 4. Es wäre aber cool, wenn wir hier jetzt noch mal was ziehen würden, weil sonst sieht der erste Park, schon ein bisschen mau aus. Okay, wir haben eine Psychoenergie, Schutzzone der Aether Paradise, Tentoxa, Maho, Unra Tytox. Das ist auch schon mal eine ziemlich gute Karte. Miniras, Reißlaus. Also nicht Unra Tytox, aber die Weiterentwicklung. Viscora und darum braucht man ja Unra Tytox. Lusardin, Alola Kleinstein, Reverse und eine Hightyra als Holo. Okay, gut, dann haben wir die vierte Holo gezogen in diesem Deck. So, dann machen wir hier kurz einen kleinen Recap. Und zwar haben wir jetzt ein Hightyra gezogen, ein Tektas, ein Skelabra, ein Mimikma und das geile Grandiras. Das geile Grandiras wird auf jeden Fall im nächsten Part auch hier wieder hinten sein. Leute, wenn euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.